und das Licht versiegt. Das scheint mir nicht allzu gut zu sein. Ganz und gar nicht gut scheint mir das zu sein. Aber gut, schauen wir mal. Solange es sich nur um die Kleinen hier handelt, ist das noch okay. Ich denke aber, wir werden ziemlich bald, und ich vermute bald, es wird sogar an diesem Level sein, noch auf einen größeren Vertreter unserer netten kleinen Blutsaugerart treffen. Ah, komm schon. Jetzt fang noch mal an zu leuchten. Dankeschön, das hat ja gedauert. So. Ich glaube, das Tor ist offen, aber ich glaube auch, wir kommen hier noch nicht durch, ne? Wisst ihr was? Habe ich das heute schon mal gemacht? Keine Ahnung, aber lass doch einfach mal eine Weihwasserfiole benutzen. So, zwei weg. Zwei gut geschädigt. Okay. Das gefällt mir doch irgendwie. Und dann kriegen alle mal einen mit. Wunderschön, wunderschön. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Neue Runde, neues Glück. Der Kreiselbetrieb hat wieder Fahrt aufgenommen. Lass uns doch mal ein bisschen spielen. Und ich habe gerade gesehen, da ist das Tor aufgegangen. Ich gehe dann mal. Bis die Tage, die Herren. Hello. Have you come to play? Oh shit. The board is ready for you. Do you like it? Shut up. I'm looking for. Don't you want to play? I am here for the Dark Lord. I'll tell you where she is if you play my game. She? Mother doesn't like visitors. But I'll show you where she is, if you play! I don't have time for your games. I must find her now. Then I won't help you! Fine. You won't ever find her. Only I know the secret way. I'll let you make the first move. Vampirkriegsspiel, natürlich. Dies ist ein Brettspiel, das Schach ähnelt für zwei Spieler. Ziel. Das Ziel des Spiels ist, alle Figuren des Gegners zu eliminieren. Regeln. In jeder Runde legen die Spieler mithilfe eines Drehrades fest, welche Figuren bewegt werden können. Wenn sie zwei Figuren verlieren, dürfen sie das Rad ein zweites Mal drehen. Verlieren sie noch zwei, dann dürfen sie ein drittes Mal drehen. Was? Die Figuren. Alle Figuren können sich während einer Runde auf ein leeres Feld bewegen oder eine benachbarte gegnerische Figur angreifen. Abgesehen von verschiedenen Werten verfügen alle Figuren auch über eine besondere Kraft. Lykanthropen können sich zwei Felder weit bewegen anstelle von einem. Vampire können einer benachbarten Figur das Leben aussaugen, sodass sie zwar weniger Schaden anrichten, sich dafür aber selbst heilen können. Ach du Schande. Nekromanten können Zombies herbeirufen und aus einer Entfernung von zwei Feldern angreifen, wobei sie die Rüstungswerte ignorieren. Wer soll sich das denn merken? Wer soll sich das merken? Oh Gott, Leute. Na gut, lass mal probieren. Ich bin an der Reihe, wie schön. Okay, das sind dann wohl die Vampire. Ja, dann gib mir doch mal den hier. Go on, play. It's Sei ruhig. Very easy. Warum darfst du... Achso, ich bin dran. Ich wollte gerade sagen, warum darfst du zweimal, aber das ist schon wieder mein Rad. Ja. Geh mal bitte dahin. So, das ist jetzt einer von den Nekromanten, den sie gerade vorgerückt hat, oder? Ja, sieht so aus. Okay, ich kann jetzt also im Prinzip direkt in die Nähe von denen... Der kann sich überall hinbewegen? Finde ich nett. I'm still waiting. Das ist schön für dich. Komm, ich rufe einfach mal einen Zombie herbei. Ein Werwolf. So.
Go on, play. Sei ruhig, it's sehr ruhig. Very easy. Ich will mich dem Nekromanten nicht zu sehr nähern. Oh, hi. So, kann ich mit dem Nekromanten denn jetzt auch, genau den da bedienen? Das wäre doch cool. Angreifen, I'm genau. Losing my patience. So habe ich mir das doch gedacht gerade. So, Herr Werwolf, greifen Sie doch mal bitte hier an. No! Und der Werwolf ist wieder dran. Ich glaube, ich bringe aber eher mal den anderen ein bisschen in Position. Das ist ein total abgefucktes Spiel, muss ich sagen. Gut, ja. Komm, wir gehen mal direkt hin. Die Sache ist ja, wenn sie nicht zufälligerweise... Natürlich würfelt sie jetzt einen Werwolf. Ich wollte gerade sagen, wenn sie nicht zufälligerweise einen Werwolf würfelt, dann, dann ist es ja... Ja, dann ist es ja egal eigentlich, ne? I'm still so. Waiting. Wie machen wir das denn mal? Komm, ich setz mal. Ich räume erstmal den hier. Räume ich den erstmal weg? Go on, play. Ja, komm. It's very easy. Gut, der Vampir zieht sich erstmal hinten hin zurück, damit er jetzt gleich meinen Zombie wegräumen kann. Und ich werde jetzt mal diesen hier wählen und einfach mal einen kleinen Angriff starten. Das war's für meinen Zombie. Sehr, sehr schade. Aber zumindest habe ich sie erstmal ein bisschen ausgebremst. Diese Vampire, was soll ich mit denen anfangen? Ich weiß es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, dieses Spiel wird sich sehr, sehr lang hinziehen. Ist das möglich? Komm, wir gehen mal direkt hier hin. Oh, no! Das ist nicht gut. Das war jetzt der erste richtige Verlust, den ich hatte. Na gut, lass mal angreifen. Wieso lebt er eigentlich noch? So ein Mist. Okay, Werewolf Time. Schade, jetzt habe ich bloß noch den einen. Gerade eben hätte ich es echt noch gebrauchen können. Wie mache ich es denn am besten? Ja komm, ich gehe mal darauf. Natürlich. Selbstverständlich. Und jetzt würfel ich natürlich den Nekromanten, der mir gerade so gut wie nichts bringt. Okay, ich gehe mal mit hier in die Ecke rein. Dann habe ich schon mal... Ja, toll. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht gerade. Und natürlich habe ich gleich nochmal den Nekromanten. Dankeschön. Das bringt's. Total. Oh, der kann meine Zombies zerstören? Wie hinterhältig. Gut, jetzt sollten wir doch endlich mal den Werwolf hier wegkriegen, oder? Ja, wird auch Zeit. Okay, mein Nekromant ist der Nächste. Lass doch mal hier hinten mit aushelfen. You are so predictable. Das ist überhaupt nicht gut mit meinem Nekromanten da. Okay, jetzt lass mal... Wurde der schon angegriffen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Leben anzeigen? Ja, der wurde schon mal angegriffen. Dann lass mal hier saugen. Okay, wunderbar. Ich bin gleich nochmal dran. Jetzt ist er wieder voll. Das heißt, einfach normal drauf. Die Nekromanten wegzuhauen ist wahrscheinlicherweise gar nicht so übel erstmal. Und das sollte doch für den jetzt erstmal... Genau, der Abgang gewesen sein. Gut. Schön, dass ich so oft den Vampir gerade wähle. Shit, ich habe keine Werwölfe mehr. Das ist natürlich schlecht.
So. Sehr schön. Das war's. Immer noch nicht für dich? Krass. Was hält denn der aus? Wo steckt er denn den ganzen Schaden hinweg? Ist ja Wahnsinn. Ha. I'm still waiting. Okay, ich saug noch mal kurz. Verdammt, immer wieder die Werwölfe, die ich wähle. Okay, ich ziehe ihm irgendwie nichts ab, habe ich das Gefühl, ne? Komm, lass mal hier drauf gehen. Ah, unschön. Oh, noch unschöner. Nein! Es ist ja nicht zu fassen. Okay, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Ich weiß es nicht so richtig gerade, muss ich zugeben. Ich glaube. Sei ruhig. It's very easy. Ja, 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 ja. Komm, wir gehen mal dahin. Ach, Mist. Das war ja die absolute Nullnummer gerade. Oh, das bringt's mir ja total. Gib mir bitte mal. Nein! Das ist doch nicht euer Ernst! Ihr verarscht mich doch! Okay, wie sieht's aus? Nicht so gut, stelle ich fest. Saug! Und bitte nochmal, Vampir. Na, naja. Bringt's mir jetzt nicht so sehr, aber besser ist nichts, sagen wir es mal so. Immerhin kostet ihn das eine Runde. So, bitte nochmal, Vampir. Und kein Werwolf. Na, immerhin. Dann können wir ihn... Achso, ich muss ja auch auf den Zombie wechseln. Dann können wir zumindest ja auch mal mit angreifen. Einfach mal ein bisschen auf den Nekromanten drauf prügeln. Oh, was? Der kann eine Ranged Attack starten? Das waren aber mehr als zwei Felder, oder? Zählt auch zwei schräg? Das ist ziemlich gemein. Dann müsste ich ja... Ah, ich bin doof. Dann hätte ich doch die ganze Zeit eigentlich mit dem Nekromanten da unten angreifen können. Naja. Ich zerstöre erstmal seine Nekromanten. Haha. Jetzt hat er nämlich dasselbe Problem wie ich vorhin. Dass er ins Leere langt einfach. Gut, auf den Vampir. Los geht's. Das ist sehr gut. Dann kann ich hier nämlich auch mal angreifen. Scheiß auf den Zombie, damit kann ich leben. Okay. Drauf da. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Jetzt hat er nur noch seine Vampire. Oh ja, das läuft eigentlich gar nicht mal so übel, muss ich sagen. Okay, auch wenn ich denn jetzt immer mal ins Leere greife, aber er hat's noch viel schlechter, weil er hat bloß noch eine Gruppe von Leuten, von Figuren. Und die reißt es nun mal absolut nicht mehr. Zack! Den einen haben wir fast. Den einen haben wir fast. So, ja, ich glaube, wir machen das mal mit Lebensaugen. Okay, das reicht nicht ganz. Aber... Wenn wir jetzt nochmal saugen, ist er immer noch nicht tot. Okay. Das wundert mich ein bisschen, aber ist in Ordnung. So, dann sollten wir vielleicht mal... Können wir so weit rüber gehen? Nein. Bis hierhin können wir uns bewegen. Okay, das sind aber... Machen wir es mal so. Ah, ärgerlich. Aber ihn trifft es auch nicht viel besser. Sagen wir es mal so. So, okay. Ja, dann, ich greife mal richtig an. Komm. Hören wir mal auf, viel zu saugen immer. Es ist dann vielleicht auch mal nicht schlecht, einfach normal anzugreifen. Bringen wir uns schon mal ein bisschen in Position für ihn.
Okay, lass mal hier rüber gehen. Das gefällt mir. So. Einmal hier rüber. Und jetzt können wir ihn zumindest schon mal in doppelten Beschuss nehmen. Denn es ist jetzt eigentlich egal, ob ich den Vampir oder den Nekromanten kriege. Es müsste so oder so für mich laufen. Im Kampf hier. Also ich müsste ihn so oder so angreifen können, meine ich. Tja, ich glaube, Mädchen, es sieht nicht so gut aus für dich. Es sei denn, du würfelst jetzt ganz oft den Vampir. Aber danach sieht es gerade irgendwie nicht aus für dich. Oh, ich kann nicht so schräg. Alles klar, dann gehe ich mal hier noch hin. Und hau direkt nochmal drauf. Zack. Ja, okay. Ich glaube, meinen Vampir werde ich noch verlieren. Aber das muss ich dann wohl in Kauf nehmen. Oh, Werwölfe. Wer will denn Werwölfe? So, ja. Für meinen Vampir sieht es gar nicht mehr gut aus. Ah, jetzt wisst ihr eigentlich... Nee, er übersteht noch eine Runde. Okay. So, ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, jetzt das Leben zu saugen, so wirklich, muss ich sagen. Ach komm, ich mach mal. Vielleicht überleben wir dann noch eine Runde länger. Wer weiß. Das ist gut. Das ist sehr gut. Einmal spratzeln den jungen Mann hier. Another one for me. Ah. You are going to lose. Okay, jetzt wird es auch für mich schwierig mit dem Drehen. Da jetzt nur noch die Nekromanten zählen. It's not fair. Yeah. I want to win. But you have earned the right to continue on your journey. Wunderbar. Die Nekromanten haben es mir ermöglicht, am Ende zu gewinnen. Das ist sehr, sehr schön. Wir schauen auf jeden Fall, was wir hier noch für einen Preis haben. Ein Lichtmagiestein und der erweitert unsere Leiste. Schön. Damit müssten jetzt beide wieder gleich auf sein, so wie ich das sehe. Sehr gut. Das Lichtsteinmedaillon ist wieder etwas größer geworden. Und das sollte es dann jetzt aber auch für das Level gewesen sein. Jawohl. Der Burgstall ist durch. Wir haben die Tochter, eine Tochter oder irgendeine Lakaien von der Vampirfürstin kennengelernt. Und die war, naja, zumindest erstmal noch relativ verspielt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie noch etwas blutrünstiger und hässlicher wird, sobald es dann daran geht, dass wir ihre Mutti hauen. Und jetzt geht's erstmal ins Refektorium für uns. Das wird dann wohl ein kleiner Bossfight, nehme ich mal so an, oder?